Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo ich ein bisschen Tee über die Make-up-Industrie spillen werde in Bezug auf KKW Beauty. Wir testen heute KKW Beauty, das ist die eigene Make-up-Marke von Kim Kardashian, West Kardashian, je nachdem wie sie jetzt nach der Scheidung heißt. Keine Ahnung, völlig egal. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte. Ich habe eine Meinung schon vorab und ich werde euch heute in dem Video erzählen, was mich an Kylie Cosmetics und KKW Beauty stört. Ist eine ganze Menge an Hintergrundinformationen, aber ich glaube, sobald ich euch das erklärt habe, werdet ihr verstehen, was mich daran so stört. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mit dem Video. Ich freue mich natürlich, dass ihr heute mit dabei seid und ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Woche und es geht euch gut. Ich möchte mich einmal ganz kurz für den krassen Support für Giacomo Cosmetics bedanken und habe dafür einen Rabattcode eingerichtet, mit dem ihr 10% auf eure nächste Wimpernbestellung sparen könnt. Das Ganze gilt nur noch bis Sonntag. Ich habe hier heute den Style 100K. 10% Rabatt mit dem Code BESTTREND. So als kleines Danke von mir an euch für den ganzen Support und so ein kleines Backup ist vielleicht gar nicht schlecht, denn die wird es so nicht mehr geben. Mischplatten, apropos, Mischplatten sind nachbestellt, also falls ihr sie beim ersten Drop nicht bekommen habt, ich habe welche nachbestellt heute ist Mittwoch, sollten in ungefähr 2 Wochen da sein, dauert immer so ein kleines bisschen, aber ich glaube, wir starten. Ihr wisst, Kylie hatte so ein komplettes Rebranding und das hat laut internen Kreisen genau einen Grund. Kylie hat damals, als sie mit den Liquid Lipsticks angefangen hat, über Colourpop, also die Labore von Colourpop produziert. Und das ist normal, das ist üblich, dass andere Firmen bei anderen Firmen produzieren und das dann, das nennt man White Labeling bzw. Lohnabfüllung. Das ist sehr theoretisch jetzt, völlig egal. Und Kylie hatte ein komplettes Rebranding, weil Kylie Cosmetics, King Kylie LLC und die Chris irgendwas Jenner Dings haben Kylie Cosmetics zum Teil an Coty verkauft. Und dadurch gab es einen Rechtsstreit zwischen Coty und Kylie Cosmetics und Colourpop Cosmetics. Und deswegen haben sie ein neues Produktionshäuschen aufgemacht und produzieren jetzt eigen. Und ich glaube, dasselbe wird bei KKW Beauty passiert sein. Denn es gab einen Ausverkauf bei denen online vor einem Rebranding. Also sie haben es auch offen kommuniziert, dass es ein Rebranding geben wird und dass alles 20, 30, 40, 50, 60, 70% rabattiert wurde. Da habe ich natürlich ein bisschen zugeschlagen bei den Produkten, wo ich sage, ach Mensch, die haben mich schon eine Weile interessiert. Aber bestellen aus Amerika ist immer schwierig. Ich musste knapp 30 Euro Zoll nachzahlen. Das wird ja immer prozentual an dem wahren Wert bemessen. Ich habe aber auch für die Produkte selber an sich nicht viel Geld ausgegeben. Also ich glaube, der Blush, den habe ich für 4 Euro bekommen, was echt gut ist. Ich habe aber auch von einer Zuschauerin gehört, dass sie die Produkte gar nicht ausgehändigt bekommen hat, weil manchmal Produkte, die aus Amerika nach Europa eingeführt werden, bestimmte Tests machen müssen oder es muss nachgewiesen werden, was für Inhaltsstoffe sind dort drin. Denn nicht alle Inhaltsstoffe, die in den USA zugelassen sind, sind hier in Europa zugelassen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich vermute aber, dass KKW Beauty in den nächsten 365 Tagen bei Douglas landen wird. Okay, los geht's mit dem ersten Produkt. Ich muss mal schauen, ich habe mir nämlich hier den Corrector bestellt. Das ist ein Color Corrector, den gab es in verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt in der 2 und wir tragen uns den jetzt einmal auf. Hat eine schöne Lachsfarbe, fühlt sich sehr dünn an, sehr leicht, so ein bisschen wässrig auf den Augen oder auf der Haut zumindest. Ich benutze ja sonst zum Color Correcten meistens diesen hier von Charlotte Tilbury. Das ist mit der beste Color Corrector, hat im Prinzip dieselbe Farbe. Ihr seht, der ist schon fast durch, ich muss mir jetzt mal einen neuen kaufen. Und der soll so ein bisschen aufgrund seiner Farbe dunkle Augenschatten korrigieren. Ich bin gespannt, ich habe ihn noch nicht getestet. First Impression. Er ist nicht parfümiert, er ist sehr, sehr dünn und meistens ist bei diesen dünnen Texturen das Problem, dass sie zu schnell in die Fältchen kriechen und sich zu schnell ausblenden lassen. Deswegen lasse ich das Ganze einmal kurz antrocknen, dass die meiste Feuchtigkeit verdunsten kann. Und erzähle euch schon mal so ein bisschen, was mir als allererstes aufgefallen ist. KKW Beauty, genauso wie Kylie, habe ich hier ein Produkt, haben ein sehr schönes Packaging. Aber bei Kylie ist es so und genauso wie KKW Beauty, sie haben einmal oder, weiß ich nicht, 100-mal dasselbe Packaging bestellt für verschiedene Produkte. Ihr seht, ich habe hier einmal den Color Corrector und einmal einen Lippenstift, einen Liquid Cream Lipstick. Das ist exakt dieselbe Verpackung. Und auf der Verpackung selber steht nichts. Die Umverpackung ist individuell zu machen, aber natürlich kriegst du durch
eine riesengroße Menge an Hülsen, an Lippenstifthülsen oder an diesen bestimmten Hülsen eine viel, viel bessere Preiskategorie. Dadurch, dass hier aber auch nichts draufsteht, außer so ein kleiner Aufkleber hier unten, ist die Beschaffung oder die Kosten der Verpackung extrem gering. Und das ist eine Sache, die finde ich persönlich ein bisschen schwierig als eine Kardashian Jenner. Also wenn jemand Budget hat, wir reden immer nur vom Budget, dann sind das, glaube ich, diese beiden Damen. Denn da sind Milliarden dahinter. Und wenn du es mit Milliarden nicht schaffst, verschiedene Packagings für verschiedene Produkte zu machen, finde ich das schon ein bisschen schwierig. Mir hätte gereicht, wenn hier irgendwas vielleicht drauf gestanden hätte oder auf dem Deckel oder so, aber es ist wirklich nur dieser kleine Sticker. Und ich habe echt Probleme gehabt, eben als ich die Inserts gemacht habe, zu differenzieren, was ist jetzt der Corrector und was ist der Lipgloss. Das so mal als kleines Ding. Das ist dasselbe wie bei Kylie. Sie hat 50 Millionen Mal diese Verpackung gekauft und klebt halt hinten immer nur so einen Sticker drauf. Auf der einen Seite ist das wirtschaftlich gesehen super. Das ist wirklich, wirklich gut. Auf der anderen Seite, bei dieser Brand, so wie sie sich preislich zumindest positionieren, finde ich das... Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Bei Lippenprodukten okay, bei der Lidschattenpalette und bei den anderen Produkten finde ich es sogar noch auffälliger. Ich verblende mir den Color Corrector jetzt gerade einmal und es wirkt schon schön auffällig. Ich kann mir vorstellen, dass man den sehr, sehr gut in einen Concealer mischen kann, weil er recht weich von der Textur ist und der sich dadurch sehr gut mit dem anderen Concealer verblendet. Hat er jetzt so gut abgedeckt wie der von Charlotte Tilbury? Nein, weil der ist einfach von einer anderen Textur. Ihr seht, hier scheint es noch so ein bisschen durch. Vielleicht hätte ich einen dunkleren Ton nehmen sollen. Ich trage mir jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Aber ich glaube, das ist das Problem, dass er sich zu schnell ausblenden lässt. Für das, was ich am Ende gezahlt habe, ist es in Ordnung, weil es halt reduziert war. Und vielleicht restaurieren sie die Formulierungen und die Verpackungen nochmal neu. Ansonsten gefällt mir das Design der Verpackung aber sehr, sehr gut. Für meine Augenschatten ist es vielleicht nicht unbedingt das Richtige, aber wenn ihr eher leichte Augenschatten habt, könnte das gar nicht so schlecht sein. Ich mache einmal kurz meine Foundation, bisschen Cream Contouring drauf, Concealer und dann setten wir das. Denn hier ist ein Produkt, das habe ich schon getestet und das ist fantastisch. Vom Color Corrector bin ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil Kim Kardashian ist für mich die Person für Brightening, Correcting, starkes Under Eye. Und das hat mir das nicht gegeben, da hätte ich mir irgendwie so ein bisschen was anderes gewünscht, hätte irgendwie auch zu ihr gepasst. Aber ich habe ein Baking Puder bzw. ein Setting Puder und das ist das Skin Perfecting Setting Powder. Da finde ich es in Ordnung, dass man einmal dieselbe Verpackung hat und dann einfach für verschiedene Farben verschiedene Puder Aufkleber hier ran macht. Das Puder hat 15,5 Gramm, das ist eine gute Menge und das ist extrem fein gemahlen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich darf nicht reden, weil sonst fliegt hier wirklich alles rum. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen lang und dann nehme ich mir mein Mikrofasertool. Ich werde ganz oft danach gefragt, Freunde, wait a second. Nehme ich hier, nehme das Produkt und gehe damit unter meine Augen. Und das ist der Effekt, den ich mir von dem Brightening-Produkt gewünscht habe. Was mich so ein bisschen stört, ist der Geruch. Das riecht so ein bisschen wie, es gab mal von Rival Loves Me, glaube ich, in einer LE ein Puder, was auch diese Reisstärke mit drin hat. Das hat das hier nämlich auch. Und das riecht man. Es ist nicht parfümiert, es ist für viele völlig in Ordnung, aber es ist extrem fein gemahlen. Und ich glaube, ihr könnt sehen, dass es so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Das Puder an sich, große Klasse. Ich habe es gestern schon getragen, um euch einfach hier so ein kleines Update zu geben. Das hält den ganzen Tag matt. Also wirklich bis abends war der T-Zonen-Bereich porenfrei. Aber, kleine Sache, jetzt wo ich den Vergleich habe, das Asam Beauty Setting Powder ist 1:1 dasselbe. Ich finde das sogar noch ein Stückchen schöner, weil das nicht unbedingt mehr Deckkraft gibt, aber das alles noch ein bisschen weicher zeichnet. Das ist ein super Puder. Für den Preis, den ich jetzt gezahlt habe, auch völlig fein.
Und ich glaube, in verschiedenen Farben wäre es auch in Ordnung. Das ist jetzt die Farbe 1 gewesen. So leicht gefärbt, aber ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich lasse das Ganze mal kurz so ein bisschen drauf. Gehe mit ein bisschen Bronzer rüber. Was benutzt man heute? Wir nehmen mal meinen liebsten aktuell. Das ist dieser Glowish Bronzer. Und wir machen heute mal einen echt schönen Look. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Sachen qualitativ nicht schlecht sind. Aber vielleicht, also vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu. Dann schreibt sie mir bitte unbedingt in die Kommentare. Das finde ich halt super spannend bei so First Impression Marken. Was haltet ihr davon? Ich weiß, letztes Mal hat jemand sehr, 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 sehr ausführlich beschrieben, warum sie die Kardashian-Jenners nicht mag. Ich kenne sie nicht. Ich bewerte ja hier auch nur das Make-up. Ich glaube, dass die Qualität, die ist gut. Aber in meinem Hinterkopf ist so ein bisschen, da sind Milliarden. Dann erwarte ich einen Milliarden-Finish. Und ich glaube so ein bisschen, dass die Qualität so Standard ist. Also hier merke ich zumindest bei den Base-Produkten keinen Unterschied. Außer beim Puder, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber auch da habe ich mittlerweile eine andere Alternative gefunden. Und zwar das Asam. Das lässt sich restlos unter den Augen wegblenden. Aber ich glaube, ihr seht, ne, dass meine Augenschatten trotzdem so ein bisschen durchscheinen, weil diese dünne Textur einfach nicht haften bleibt. Vielleicht muss man den Corrector so ein bisschen setten, dann ist aber immer das Problem, dass es vielleicht einfach cakey wird. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Für das, was ich jetzt gezahlt habe, Bombe. Wirklich, wirklich gar kein Problem. Hier bin ich sehr gespannt, denn das ist ein Blush in der Zusammenarbeit von Make-up bei Mario. Das ist ihr Make-up-Artist und Kim. Und das Packaging gefällt mir richtig gut. Das ist sehr, sehr hochwertig. Ich muss sagen, das fühlt sich alles sehr schwer an. Also, das ist nicht unbedingt billiges Packaging. Vor allem hier merkt man, das ist schwer, das fühlt sich gut an. Das ist die Farbe Very Graceful und die tragen wir uns jetzt einmal auf. Ich nehme hier einfach einen Blushpinsel. Ist so ein schöner, ja, ein recht heller Aprikoton und den setze ich mir hier hin. Und das ist ein sehr, sehr schöner Blush. Lässt sich gut ausblenden, auch mit dem Puder. Aber falls ihr das Video schon gesehen habt von Mittwoch, ich verlinke es euch hier oben in der Ecke einmal. Das war auch bei Asam so, ne? Also, dass durch dieses Puder haben sich alle anderen Pudertexturen sehr, sehr gut verblenden lassen. Aber trotzdem, sehr, sehr schöner Blush, kann ich nicht sagen. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich persönlich super spannend finde, ne? Und zwar habe ich zwei Lidschattenpaletten gekauft. Einmal diese hier. Auch hier ist Stock Packaging, hinten ist ein Aufkleber mit drauf. Das ist die Glitz and Glam Palette. Sieht so aus und das sind alles so Schimmer, Metallic, Semi-Schimmerfarben. Habe ich mich so ein bisschen verguckt. Die gebe ich aber an euch weiter. Also zählt einmal wie immer die Emojis hier in dem Video. Schreibt mir, wie ich euch erreichen kann. Die ist für jemanden von euch. Welche ich wirklich, die hätte ich genau so gemacht, ist diese hier. Das ist die Camo-Palette. Die ist sogar recht neu gewesen. Super schwer, sehr, sehr hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Sehr, sehr hartes Papier, hochwertiger Spiegel und wirklich wunderschöne Farben. Und damit starten wir. Ich habe mir mal so ein bisschen Augenbrauen drauf gemacht und wir starten mit dieser Palette. Sieht wirklich sehr schön aus. Wir haben eine Vielzahl an Matten, aber auch Schimmertönen und auch so ein Duochrome, dieser grüne hier am Spiegel. Ja, wir müssen ins Grün gehen, Freunde. Und deswegen starte ich mit diesem Ton hier. Hat ein bisschen Kickback. Und den setze ich mir erstmal hier als Transition Shade hin. Ist sofort Pigment auf dem Auge. Sehr pigmentiert. Wow. Na, also manchmal ist es ja auch so, vor allen Dingen bei Lidschatten sind Marken immer sehr, sehr gut. Bei so Puderprodukten, das wird alles in den USA gemacht, ja, glaube ja. Ist so Hit or Miss, weil es funktioniert nicht auf jeder Haut. Aber Lidschatten an sich, wenn sie gut pigmentiert sind, funktionieren sie bei fast allen. Aber die Farbe ist wunderschön. Und ich bin ja eh ein riesengroßer Fan von Grüntönen. Ich finde, Grün passt auch sehr gut zu meinen Augen, zu grünen Augen, eigentlich zu allen Augenfarben. Generell sollte man das auf den Augen tragen, was man will und nicht, was zu seinen eigenen Augen passt. Also, die Farbe ist fantastisch. Kickback ist tatsächlich da, aber dafür ist die Farbe auch sehr, sehr gut pigmentiert. Und da kann ich dann so ein bisschen drüber hinwegsehen. Lässt sich super einfach ausblenden. Gut aufbauen, ihr seht es, ne? Ich gehe immer wieder rein und nehme jetzt so einen großen Pinsel hier und gehe einfach hier oben lang, um das wirklich so ein bisschen auszudiffusen. Soll heute so ein Kim Kardashian, ich gehe jetzt gleich, oh, hätte ich mir eigentlich was Grünes anziehen sollen. Ha. Verbockt die Nummer heute mit den Aesthetics. Ich mische so ein bisschen hier dieses Braun rein, ist auch eine schöne Transition Shade, um
das hier außen einmal auszublenden. Aber es geht gut. Farbe blendet sich so ein bisschen aus, wird dadurch so ein bisschen weicher. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich will unbedingt hier in dieses Grün noch reingehen. Und die hat zum Beispiel fast gar kein Kickback. Und damit gehe ich einfach hier nochmal rüber, um es wirklich grüner zu kriegen. Die Farbe eben war tatsächlich so ein bisschen Schlammgrün. Und das ist jetzt hier ein schönes Moosgrün. Und die passen dadurch sehr, 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 sehr schön zusammen. Wow, Qualität top. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel hier nochmal in den dunkleren Ton rein und verdunkel mir das hier aus. Und ich will jetzt gar nicht so viel machen an matten Farben, weil ich finde, der Look, so wie er ist, ist schon schön. Ich gehe auch gleich mit einem kleinen Pinsel hier unten lang. Jetzt nehme ich mir einen flachen synthetischen Pinsel und ich muss sie einmal kurz swatchen. Wow. Gehen wir damit einfach so rauf. Schön. Ich swatche nochmal kurz die andere grüne Farbe. Ja, die ist ein bisschen dunkler, die gebe ich mir hier außen hin. Und dann gehe ich einfach vorne mit dem flachen Pinsel hier in dieses Multichrome-Ding. Das ist eigentlich eher wie so ein Topper. Deswegen gehe ich nochmal mit dem Grün hin, mische das so ein bisschen rein und verbinde die Farben. Sehr, sehr schön. Und an meinen Inner Corner gehe ich hier in dieses Gold. Das sieht auch super pigmentiert aus. Das ist richtig cremig hier. Dieses Gold, das mische ich mir so ein bisschen in das Grün mit rein. Das ist so ein bisschen flaky, aber lässt sich dadurch natürlich sehr, sehr schön einarbeiten. Palette, top. Ich gebe mir einmal ganz kurz mein Style 100K auf die Augen und dann kommen wir zu den Lippen. Okay, die Lashes 100K kleben gerade, alles wunderbar und passt perfekt zu diesem Look. Schaut unbedingt in die Infobox vorbei. Der Code gilt, wie gesagt, nur bis Ende der Woche und 10%. Ist gar nicht so schlecht. Ich habe mir schon meinen Lip Liner aufgetragen. Das ist von Nabla die Nummer 5, einer meiner absoluten Lieblings-Lip Liner, weil ich diese Kim Kardashian-Lippe eigentlich ganz gerne mag. Und jetzt probieren wir den Liquid Semi-Matt Liquid Lipstick. Der war, glaube ich, auch in dieser Camouflage-Kollektion mit dabei, in der Farbe Trooper. Das ist ein sehr, sehr warmer Nude-Ton, so ein bisschen orange. Und das Schöne bei dem ist tatsächlich, der wird nicht matt. Also das ist so ein wirklich cremiger, ihr braucht keinen Gloss. Er trocknet so ein Stückchen runter, die Farbe ist spannend. Passt jetzt vielleicht nicht zu dem Look, hätte ich vielleicht eher zu einem Smoky Eye gemacht. Aber wirklich nicht schlecht. Ich glaube, ihr merkt schon. Qualitativ ist das gar nicht verkehrt. Es ist alles in Ordnung. Und auch mit den Preisen, die ich am Ende gezahlt habe, fein. Die Lidschattenpalette ist mein absoluter Favorit. Ließ sich wunderbar verblenden. Die Schimmertöne sind höchste Qualität. Und auch das Puder ist gut. Ihr merkt. Alles außer dieser Liquid Corrector. Wirklich solide. Kann man gerne mal vorbeischauen. Aber wartet bis nach dem Rebranding. Wenn ihr wollt, teste ich es auch danach nochmal. Aber ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn wir vorab einmal geschaut haben, wie die Qualität jetzt ist und wie sie dann danach ist. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns hier am Montag wieder. Passt auf euch auf.